Gunnar? Ja, ich bin da. Perfekt. Wunderbar, wir können dich sehen und wir können dich hören. Hast du das, was wir eben besprochen haben, mitverfolgt? Ja, mit großer Spannung. Und ich würde natürlich auch mein ganzes Leben auf den Wohlfahrtsausschuss, auf den Corona-Ausschuss warten, wenn es nicht zu lange dauert. Also ich freue mich ja, dass ich euch lauschen darf und dabei sein darf. Also wir sind froh, dass du hier bist. Auch um Gunnar kurz vorzustellen, das muss man eigentlich nicht. Ich glaube, die meisten Leute wissen, wer du bist. Du bist Philosoph, Schriftsteller und vieles andere mehr und du hast deinen eigenen Kanal, Kaiser TV. Ich habe dir gerade deine letzten, da gab es so ein wunderbares, in Anführungsstrichen, Verarschungsvideo, was allen Leuten super gefallen hat. Ich glaube, es ist auch auf meinem Telegram ausgestellt worden von den Leuten, die was davon verstehen. Und ich habe gestern oder heute Morgen noch deine, ich glaube, es waren 19 Fragen oder sowas, die du da gestellt hast, gesehen. Ja, wie siehst du die Lage? Ja, ich glaube zumindest, dass man durch ein bisschen Philosophie in dieser Situation auch noch etwas Erklärendes hinzufügen kann. Also ich bin ja immer ganz erstaunt und schon versuche auch gut zuzuhören, wenn eben Fachleute von der rechtlichen Seite, von der medizinischen Seite darüber etwas erzählen. Aber ich glaube, wir haben auch ein starkes Problem, dass wir die Dinge noch nicht so gut zusammenbringen können. Ich finde, das macht ihr sehr gut, indem man zum Beispiel Medizin Ethik überhaupt sich ja erstmal sich vergegenwärtigt, dass es das gibt. Ja, das scheint ja in dieser Eindimensionalität der Lage gerade eben verloren gegangen zu sein. Und ich habe mich lange gefragt, welche Rolle spielt die Philosophie überhaupt in dieser Zeit, in so einer Krise, weil die Philosophie ja relativ langsam ist und sie denkt immer nur nach und dann kann sie hinterher sagen, na ja, da und da, es hat sich abgespielt und jetzt müssen wir eigentlich in Echtzeit eben denken und auch zum Handeln irgendwie anregen. Und ich sehe eben da sehr schwarz, weil es eine Bewegung ist, die schon seit langem vorbereitet ist und oder die eine Entwicklung, die sich seit langem abzeichnet und die auch schon sehr viele Kritiker gefunden hat. Ich spreche von der technologischen Entwicklung und der Entwicklung hin zur Technokratie, die aber jetzt, wo sie sich so in einer unglaublichen Beschleunigung eben abzeichnet und entwickelt und auch in so einer Disruption gar nicht mehr begriffen wird, offensichtlich. Oder wenn wir ja, Glück oder Pech haben, höchstens zu spät. Ich habe aus deinen Fragen jedenfalls, und wir haben uns ja vorher schon kennengelernt bei den Mutmachern in München, ich habe aus deinen Fragen jedenfalls gesehen, dass du dir sehr wohl darüber im Klaren bist, und du hast es ja eben angedeutet, dass hier eine seit langem geplante Agenda ausgerollt wird und offenbar auch verfolgt wird. Und dass wir hier eben tatsächlich auf zwei Ebenen unterwegs sind. Die eine Ebene, die wir hier mit den Wissenschaftlern besprechen, die immer wieder wissenschaftlich oder juristisch oder medizinisch darauf hinweisen, dass absolut nichts stimmt von dem, was uns präsentiert wird. Und die andere Ebene, die sich aber erst dann wirklich der Diskussion, der öffentlichen Diskussion öffnet, wenn man es geschafft hat, auf der ersten Ebene den Menschen klarzumachen, dass es hier eben nicht, jedenfalls offensichtlich nicht um Gesundheit geht. Dass diese Art der kognitiven Dissonanz, wird es ja häufig bezeichnet, die ist ja den meisten Philosophen schon lange klar, oder? Ja, ich bin mir auch noch nicht so sicher, was die geeignete Kommunikationsstrategie für die Öffentlichkeit auch ist. Ob man erst sozusagen dieses Lügengebäude weiter beschießt und durchlöchert, sodass es jedem klar wird, dass es eigentlich nur noch so an Fetzen da rumhängt, beziehungsweise dass man diesen Schleier auch herunterreißt und dann den Menschen irgendwie dadurch langsam klar wird, ach so, es ging gar nicht wirklich um Gesundheit. Das kann man ja auf verschiedene Ebenen, auf verschiedenen Ebenen auch herstellen oder ob man auch schon gleichzeitig den Blick darauf lenken sollte, was passiert denn im Hintergrund? Also kann man das erst begreifen und wirklich auch den Blick darauf legen, wenn man verstanden hat, dass das eine, sagen wir mal, zumindest große Einseitigkeit ist, die auch ja fahrlässig oder eben bewusst auch hergestellt wird, mit der man auch ablenken kann. Oder kann man gleichzeitig sagen, von mir aus ist da auch eine Pandemie und von mir aus ist da auch eine gesellschaftliche Gefahr auf gesundheitlicher Ebene. Aber wir müssen auch gleichzeitig aufpassen, dass uns nicht andere Dinge aus dem Auge geraten, die eben in Richtung Technokratie und auch eine
Art planwirtschaftliche Global-Technokratie eigentlich jetzt befürworten, Stichwort Great Reset. Und ich glaube, beides geht. Man kann das beides betrachten, beides ganz gut betrachten. Und meine Aufgabe als Philosoph oder ich glaube überhaupt die Aufgabe von kritischen Intellektuellen und überhaupt auch Sozialwissenschaftlern sollte sein, eben jetzt auch diese politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen stärker zu beleuchten. Als Juristen haben wir, wenn wir in der Ausbildung sind, in der Praxis sieht das alles völlig anders aus, weil unsere Ausbildung mit der Praxis nichts zu tun hat. Aber in der Ausbildung lernt man immer, wenn man ein Problem begutachtet, also wirklich auch dann ein Gutachten schreibt zu einem juristischen Sachverhalt, der immer feststeht, übrigens in der Ausbildung. In der Realität ist das die entscheidende Arbeit des Juristen, insbesondere des Anwalts, aber auch des Richters, den Sachverhalt überhaupt erstmal festzustellen. Ne? Das genau das ist das, was wir hier versuchen oder die ganze Zeit versucht haben zu tun. Wie gefährlich ist das Virus? Was ist mit dem PCR-Test? Aber im Studium ist es anders. Im Studium kriegst du einen feststehenden Sachverhalt. A schmeißt einen Stein auf B, der prallt an seinem Kopf ab und trifft dann D und der fällt um und da geht eine Scheibe bei zu Bruch. Wie ist die Rechtslage? So ungefähr sieht der Kram aus. Und in diesem Studium wird dann immer versucht, uns zu, ja, damals jedenfalls schien das so zu sein, uns zu kritischem Denken zu bringen und uns dazu zu bringen, unterschiedliche Meinungen zu sehen. Und dann gibt es häufig eine herrschende Meinung, HM, und eine Mindermeinung und dann gibt es noch eine vermittelnde Meinung. Und dann muss man, so wie das üblich ist in der Wissenschaft, wobei wir uns nicht so richtig darüber im Klaren sind, ob die Rechtswissenschaft überhaupt eine echte Wissenschaft ist, aber dann muss man eben These, Synthese und These bilden. So jedenfalls macht man es dann auch, wenn man promoviert oder später, wenn man habilitiert und dazu seine Arbeiten schreibt. Die vermittelnde Meinung, die könnte hier diejenige sein, die du eben angesprochen hast. Man sagt, ja, okay, hier ist irgendwas. Wir wissen zwar nicht so genau was, aber ich will mich dem gar nicht verschließen. Ist hier auf jeden Fall irgendein Erreger unterwegs. Was es nun genau ist, spielt ja auch keine Rolle. Wir müssen jedenfalls feststellen, wie gefährlich ist dieser Erreger. Und deswegen könnte es ja auch sein, dass manche der Maßnahmen gerechtfertigt sind. Aber, und da sind wir dann bei der eigentlichen Diskussion, die inzwischen auch viele Juristen, Heribert Prantl, der ist Kolumnist bei der Süddeutschen gewesen, oder ist es, glaube ich, immer noch, der war früher Staatsanwalt und Richter. Allerdings ist in Bayern jeder Staatsanwalt und Richter, der in der Justiz landet, weil das hin und her getauscht wird. Aber auch Herr Papier haben beide sich auf einen anderen Weg begeben und haben gesagt, egal was hier los ist, aber jedenfalls müssen wir die Grundrechte schützen. Die blenden im Moment noch aus die große Frage, was ist denn hier tatsächlich los, sondern die machen, vielleicht folgen sie diesem Mittelweg, das kann ich nicht ganz genau beurteilen, aber die sagen, ja, mag sein, dass hier irgendwas ist, oder die gehen sogar davon aus, dass hier irgendwas ist und Impfungen sind dringend erforderlich, was wir inzwischen für einen groben Fehler halten, nicht nur wegen Herdenimmunität, sondern auch wegen der nicht erfolgten Studie. Wir sind ja nun die lebenden Objekte, an denen das Ganze experimentiert werden soll. Aber sie sagen, Grundrechte müssen beachtet werden. Wie sieht denn das aus philosophischer Sicht aus? Wie kann man das, wir sind ja noch nicht im Nachhinein jetzt, sondern wir sind mittendrin. Wie kann man das erklären, dass hier derart unterschiedlich argumentiert wird, aber dennoch, wenn man sich auf die letzte Studie von die Herr Reitschuster veranlasst hat, wenn man sich die anguckt, aber dennoch 45% der Menschen inzwischen sagen, so richtig einverstanden sind wir nicht mehr. Also Reitschuster sagt, hier hat die Stimmung gekippt. Kann man das als Philosoph einsortieren jetzt schon oder braucht man dazu noch mehr Daten? Das ist total schwer, weil es, glaube ich, auf einer gewissen Ebene eine absolut einmalige Situation ist. Es gibt wirklich Entwicklungen, die man schon hat kommen sehen und die man auch jetzt auf das Heute beziehen kann, wie zum Beispiel die Entwicklung hin zur Massengesellschaft, zu einer verwalteten Gesellschaft und zu der Benutzung von Techniken, Herrschaftstechniken auch. Und die kann man hier auch wieder sehen. Aber auf einer anderen Ebene ist das alles total neu, würde ich sagen, erstmal in der Dimension, in der Breite, in der wir das haben, also weltweit und auch in der Art und Weise, wie alle Systeme der Gesellschaft ineinander greifen, Medien, Politik, Wirtschaft und auch da mitzumachen scheinen. Und das ist für mich der Grund zu sagen, dieses
Konstrukt mit herrschender Meinung hier, Mindermeinung da und dann vermittelnde Meinung, das mag wirklich ein sehr brauchbares Modell sein in einer normalen Welt. Aber in der leben wir im Moment nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht, wenn jetzt 45% da zumindest schon mal sagen, hier bin ich aber gar nicht mehr so einverstanden, vielleicht jetzt gerade den Leuten ein bisschen klarer wird, das ist ein absoluter Wahnsinn. Das ist auch eine Form der Massenhysterie und Hypnose fast. Und in dieser nicht mehr normalen Welt, würde ich sagen, ist diese herrschende Meinung, zumindest die uns als herrschend eben erscheint oder vorgemacht wird, so weit von jeglichem gesunden Menschenverstand entfernt, dass die vermittelnde Meinung im Grunde genommen schon auch extrem ist, weil sie die Mitte ist zwischen einer Mindermeinung, die ich meines Erachtens eben als gesunden Menschenverstand jetzt erstmal bezeichnen würde. Und da ist schon die vermittelnde Meinung außerhalb des Bereiches dessen, was man als gesunden Menschenverstand eben bezeichnen würde. Das heißt, sie geht schon so stark auf Elemente dieses Wahnsinns oder dieser Pseudorealität ein, die nichts mehr mit einer vernünftigen Sicht auf Gesellschaft, auf Wirtschaft, auf Medizin und Gesundheit, auf den Menschen insgesamt zu tun haben, weil sie so eindimensional ist, den Menschen nur noch als verwaltetes Rädchen in der Maschine ansieht oder als eine Zahl in der Statistik, nur noch auf seine reine Funktion als Virenträger bewertet und als Krankheitsüberträger, als Infektionsherd, aber nicht mehr die anderen Elemente und Dimensionen des Menschlichen überhaupt in Betracht zieht. Und das ist etwas, finde ich, worauf wir unbedingt den Blick lenken müssten, abseits von allen Statistiken und Graphen und auch Entwicklungen und Fragen, wie ist das im Epidemiologischen, wie ist das im Virologischen, welches Menschenbild liegt dem Ganzen zugrunde und welches Menschenbild hat uns auch dahin geführt, wo wir jetzt sind. Und es ist ein sehr einseitiges Menschenbild, das im Grunde genommen meines Erachtens eine Absage ist an die Entwicklungen der letzten 200 oder 500 Jahre im Westen, das Menschenbild, das eben auch den Begriff der Menschenwürde hervorgebracht hat, den Begriff der Autonomie, die jetzt vollkommen obsolet zu sein scheint, weil der verwaltete Mensch in dieser Massengesellschaft eben nicht mehr autonom sein soll, weil das nämlich seine Unvorhersagbarkeit auch bedingen würde und mit sich bringen würde. Aber das will genau diese Technokratie nicht. Sie möchte eben vorhersagbares menschliches Verhalten und möchte das auch mit allen möglichen Tools, alles, was die Technologie zur Verfügung stellt, bewerkstelligen und möchte das nicht nur, sondern sie muss es auch gewissermaßen, weil die Technik ihr das eigentlich vorgibt. Wir haben da eben dann diese Entwicklung, dass die Technologie, wie wir das eigentlich schon in der Gesellschaft immer gesehen haben und auch kritisiert haben, ja, Intellektuelle auch kritisiert haben, das Handy oder der Bildschirm, der Fernseher, jede Technik verändert die Menschen, verändert die Gesellschaft, verändert die Politik auch, verändert unser Verständnis davon, was Demokratie ist, die Demokratie in einem Zeitalter mit Fernsehen ist eine andere als ohne Fernsehen oder die mit einem Volksempfänger ist eine andere, also Demokratie oder die Politik, sagen wir, ist eine andere. Und jetzt haben wir eine Konvergenz von allen möglichen Techniken, auch auf gesundheitlicher Ebene, Tests, Impfungen und so weiter, und auch auf gesellschaftlicher oder auf der Herrschaftsebene, also womit wir Menschen verwalten können. Und da müssen wir wirklich unseren Blick drauf lenken, dass das eine Absage ist an unser eigentlich aus der Aufklärung stammendes Menschenbild, das eben den Menschen als ganzheitlich sieht, mit seinem Recht auf Autonomie und Selbstverwirklichung.
Eigentlich dachten wir, also unsere in Anführungsstrichen Wissenschaft ist aus der Theologie und aus der Philosophie entstanden. Und eigentlich dachte ich immer, die Philosophie hat, kommt aus der Vogelperspektive. Die hat die Gesamtschau, die hat das gesamte Bild und erkennt nicht nur in dem kleinen Teilbereich, den wir uns normalerweise als Juristen angucken, weil bei uns Juristen ist extrem auffällig, dass du, wenn du einen Fall hast, der eigentlich über den Einzelfall hinausgeht, zum Beispiel dieser gigantische Prozessbetrug, den die Deutsche Bank in diesen Schrottimmobilienfällen begeht. Zum Beispiel dieser gigantische Betrug, den VW mit den Dieselmodellen begangen hat. Richter versuchen, um sich die Arbeit leicht zu machen, nicht alle, ich will die nicht über einen Kamm scheren, inzwischen haben wir richtig gute Leute kennengelernt, aber die versuchen einfach den Blick so zu verengen, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können. Und dann kommen die dümmsten Urteile dabei raus. Das kann man den Philosophen eigentlich per se nicht vorwerfen. Trotzdem gibt es gibt neben dir ja noch ein paar Leute, ich habe seinen Nachnamen vergessen, Markus irgendwas, guter Typ, aber es gibt ja auch Leute aus deiner Zunft, wie zum Beispiel Richard David Precht, der ja eine gewisse Bekanntheit genießt, der offenbar völlig auf dem Trip ist und das, was du als gesunder Menschenverstand, was wir auch als gesunder Menschenverstand bezeichnen, schon lange nicht mehr hat. Was passiert bei solchen Leuten? Wie kann das sein? Das ist wirklich die Frage, die mich am allermeisten auch beschäftigt in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Im Grunde genommen die intellektuelle Korruption, die wir erlebt haben, die intellektuelle Selbstentmannung und Selbstentmachtung, dass wir nämlich auf der einen Seite alle begrifflichen Instrumente haben, um sie zu übertragen, zu transferieren auf die jetzige Situation, um sie begreifbar zu machen, um auch Orientierung zu geben und auch Weichen zu stellen, hier läuft etwas ganz schief. Und dann aber die Köpfe derer, die sich in Talkshows oder eben auch in großen Zeitungen eben bisher ausbreiten durften, diese Begriffe überhaupt nicht anwenden, beziehungsweise sich auch in der gleichen Deformation professionell, könnte man ja sagen, das ist ja auch eben die Gefahr für jeden, der Vereinseitigung des Tunnelblicks schuldig machen und sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie über diese Krise hinüberkommen. Und das Wichtigste ist ja die Gesundheit und eben gar nicht merken, es gibt auch noch andere Werte. Jetzt langsam manchmal ein paar Leute, wie zum Beispiel Robert Faller, der österreichische Philosoph, sagen, naja, es ist schon auch nicht gut, wenn wir die Andersdenkenden dann da auch diffamieren. Das sollte man schon auch eben im Hintergrund haben. Aber es ist auch gar nicht so, da würde ich auch dir zustimmen, es gibt ja bestimmt auch viele Juristen und Richter, die ganz anders denken und schon auch jetzt mutig sind. Und das ist auch bei Philosophen so und bei Intellektuellen. Aber es sind eben nicht die, die gehört werden, die medial abgebildet werden. Zumindest erscheint es uns vielleicht noch nicht so, weil wir einigen noch den Glauben haben, auch wenn größere Zeitungen, ja, wie die Welt oder sowas, wenn die vielleicht eine Art Renommee haben, weil man die an einem Kiosk kaufen kann, die Reichweite haben sie eigentlich längst nicht mehr und das intellektuelle Potenzial und auch der Stimulus, der von ihnen ausgeht, der früher vielleicht von so Feuilleton-Debatten, wo ein Habermas sich unterhalten hat mit einem Sloterdijk oder so, der davon, oder ein Axel Honneth mit einem Sloterdijk, der von diesen Debatten ausgeht, das ist dort gar nicht mehr vorhanden, da sind nur noch Köpfe, also eigentlich so ein bisschen ausgehöhlt, die etwas von sich geben, was aber eigentlich nicht mehr die Situation und die Krise begreifbar macht. Also das würde ich intellektuelle Impotenz oder Selbstentmannung auch nennen. Und meine Frage ist wirklich, wie kommt dieser Wechsel? Weil das oft Figuren sind, die durchaus in der Vergangenheit kritisches Potenzial hatten. Und wenn man mal von den Philosophen weggeht und man guckt sich die Journalisten an, wie sie, das habt ihr auch schon abgebildet, wie sie in vergangenen Pandemien oder eben solchen Krisen bei Schweinegrippe und so weiter, kritisch auch waren und darauf, den Finger drauf gelegt haben, welche Panikmache von Seiten der Medien gibt es denn hier, welche Interessen von Seiten der Pharmaindustrie gibt es hier, Profiteure der Angst und so weiter. Selbst ein Gerd Skobel, der 2009, glaube ich, noch darüber berichtet hat, Panikmache seitens der WHO und Korruption und Lobbyismus seitens der WHO und der jetzt vollkommen auf Linie ist und bei dem alles vorhersagbar ist,
was jetzt kommt. Und das ist, glaube ich, daran merkt man es ganz schnell. Ich weiß ganz genau, wenn diese Stimmen sich zu etwas äußern, egal welches Thema es ist, ich weiß ganz genau, was hinterher dabei rauskommt. Sowohl bei dem Gender-Sternchen, als auch beim Klimawandel, als auch bei Homöopathie, als auch eben bei der Bewertung der Corona-Demonstrationen und so weiter. Oder jetzt eben der Impfung. Und wenn ich das vorher weiß, dann weiß ich, dass dort kein Denken oder eben auch kritisches Recherchieren, eigenständiges eben Arbeiten mehr stattfindet, sondern es ist oft ganz offensichtlich eine Art Vorgabe, um es mal gelinde zu sagen. Und ob diese Vorgabe nur eine innere Schere ist oder ob diese Menschen wirklich unter Folter oder was, ob irgendjemand aus ihrer Familie im Keller festgehalten wird, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur Geld oder Machtgier. Das ist auch eine Mischung vielleicht von allem. Aber es ist sehr deutlich, dass dort eben auch keinerlei Impuls mehr von ausgeht und auch zu hoffen ist, dass die Menschen begreifen, dass wir von dieser Seite verlassen worden sind. Also, dass man uns enttäuscht hat, dass man unser Vertrauen missbraucht hat. Und da muss jetzt etwas Neues auf jeden Fall geschehen. Was ist denn, Entschuldigung. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Also wir haben ja jetzt gerade auch, ich hatte ja ein persönliches Erlebnis da auch in Bezug auf einen Artikel, da werde ich jetzt auch in Kürze werden wir dazu auch nochmal inhaltlich noch mehr also nach außen tragen. Also das ist ganz faszinierend, weil zum Beispiel also diesen konkreten Journalisten, der hat sich quasi ein Interview mit mir erschlichen aufgrund einer 25 Jahre bestehenden Bekanntschaft, ja, freundschaftlichen Verbindung, der auch auf Partys bei uns rumgehangen hat und hat sozusagen auf dieser Ebene mit mir sich in den Genuss eines mehrstündigen Interviews gebracht. Ja, also auch mit der Ansage, man solle ihm vertrauen und er wolle da irgendwie sozusagen die Darstellung, also unsere Beweggründe sozusagen sich näher darstellen lassen. Und dann ist ein monströser Artikel dabei herausgekommen, ja, der im Prinzip sich also inhaltlich überhaupt nicht mit den Dingen beschäftigt, sondern ungefähr 15 unwahre Tatsachenbehauptungen enthielt. Also wirklich faszinierend, also wirklich, was ich vorhin sagte, mit dem zum Beispiel, dass ich mich auf diese Ioannidis-Studie, die viel später herauskam, bezogen hätte. Also es stimmt ja alles hinten und vorne nicht. Ja? Und es ist also faszinierend, weil also die Person dann auch noch den Eindruck hatte, sie sei jetzt kritisch-journalistisch unterwegs, ja? Indem sie sozusagen mich als Person in Frage stellen würde. Also im Prinzip aber nur dadurch, dass sie mich im Prinzip in den Kontext gestellt hat von irgendwelchen anderen Personen, die sozusagen dann zum Beispiel wurde Herr Bakhti als Eiferer bezeichnet. Es wurde dann, also zum Beispiel, ist ja ein Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie. Und es wurde dann nur der Mikrobiologe reingeschrieben. Also das, was eben jetzt sozusagen nach außen sofort sichtbar machen würde, dass er eben in diesem Bereich auch was zu sagen hat, Infektionsepidemiologe. Das ist ja genau das, was wir jetzt hier auch brauchen an Expertise. Also das wird unter den Tisch fallen gelassen. Und dann werden eben lauter solche Dinge aneinandergereiht, irgendwelche Schlagwörter, die in diese, sagen wir mal, in eine abwertende Richtung zielen. Und das finde ich total faszinierend, wie also ein solcher Mensch sich jetzt auch noch gerade vor dem Hintergrund, dass man vielleicht erwarten würde, aufgrund so einer langjährigen, wie gesagt, freundschaftlichen oder freundlichen Verbindung zumindest, dass einer da auch vielleicht sich bemüßigt fühlen würde, da etwas genauer hinzugucken oder sowas, dass er nur auf dieser quasi Schaumschlägermasche unterwegs sein kann. Und da habe ich mich auch gefragt, also ist es so, muss er da in der Redaktion sich jetzt irgendwie beweisen als linientreu oder was ist die Motivationslage? Und das scheint es genau zu sein. Also er ist, die Leute, also hier ja konkret persönliches Vertrauen missbraucht, aber auch eben das Vertrauen der Gesellschaft quasi in die Realität dessen, was da in den Zeitungen auch abgebildet wird. Also das noch nicht mal, also 15 unwahre Tatsachenbehauptungen, das finde ich also schon ganz exorbitant in einem kleinen Artikel. Also das heißt, eine Seite irgendwie in dem Magazin und dann eben nur gespickt mit diesen Äußerungen, die irgendeinen ganz komischen Kontext herstellen. Und da muss irgendwas, also wie kann man das für sich so umdeuten, dass man Kritik nur noch quasi formal meint und gar nicht inhaltlich?
Ich glaube, das ist leicht zu beantworten. Das ist ein kleingeistiger Mensch, der sich gefällt in Wortgirlanden. Also jemand, der sich offenbar gerne reden hört, dass sein Horizont sehr begrenzt ist, sieht man dem ganzen Artikel an. Und er war ja dann offenbar auch nicht intelligent genug, um zu merken, dass das, was er da gerade gemacht hat, erst recht das Interesse an Viviane und damit auch am Ausschuss weckt. Das werden wir noch behandeln, denke ich. Aber Gunnar, du hast eben zwei Namen erwähnt, Habermas und Sloterdijk. Von denen habe ich nichts gehört oder habe ich was übersehen? Weißt du, was die denken oder wie sie zu dieser Situation stehen? Ja, mittlerweile ist es ja fast besser, wenn man nichts von ihnen hört oder wenn man es nicht mitbekommt, denn das ist tatsächlicherweise geradezu haarsträubend, was dort geäußert wird. Von Sloterdijk gab es ganz am Anfang schon kritische Stimmen, wo er auch vor einer Art Überwachungsstaat oder einem Abgleiten eben in diesen Kontrollgesellschaft warnt. Er hat aber auch, wie viele, sein Nachdenken darüber total das hat eine Wandlung durchgemacht, aber es ist kein roter Faden darin. Es ist auch wirklich gut, das kann man Sloterdijk auch wirklich nicht unterstellen, dass er rote Fäden in seinen Argumentationslinien hätte, aber es ist auch nicht ein Wert, der jetzt zum Beispiel da für Sloterdijk stünde oder der vorgehalten wird. Bei Habermas ist es natürlich auch vollkommen zu, aber er ist jetzt auch vielleicht... Er ist ja schon was älter, aber gerade die Idee des herrschaftsfreien Diskurses, die in, ja, man kann ja nicht mal sagen, torpediert wird, also die sozusagen geradezu in einer, das Ideal schon lächerlich gemacht wird durch das, was die Realität uns gerade bietet, das müsste eigentlich auch jemanden, der eben diese Idee doch oder diesen Begriff eben geprägt hat, doch irgendwie auch merkbar sein. Aber da ist auch, wie ich glaube, jetzt bei in dem Fall des Journalisten der Fall, dass die ganz stark in ihrer Blase leben, dass die auch nicht mehr in dieser Blase sehen, wer der Feind ist, um mal so zu sprechen, dass man hier als Philosoph, als Intellektuell, als Journalist den Feind in der Macht haben muss. Also man kann auch andere Wörter als Feind benutzen, aber eben das kritische Auge, die Macht, das ist dafür sind sie absolut blind und sie sehen ihren Feind in eben solchen, ja, für sie als eben spinnerten Bewegungen zu bezeichnenden oder Verschwörungstheorien. Das ist jetzt irgendwie der Feind für die Gesellschaft. Als würde von diesen Maßnahmenkritikern irgendeine Gefahr ausgehen, ja, für die Gesellschaft, als würden die das nächste Dritte Reich jetzt hier installieren wollen, aber für die eigentlichen. Und da ist natürlich auch die klebrige Nähe dazu, die langjährige klebrige Nähe zu eigentlich diesen Stellen in Institutionen, auch eben des Staates, deutlich spürbar, dass das immer wieder auch natürlich durch die ganze Struktur der Incentives sozusagen, der Anreize, wo darf ich auftreten, wer gewährt mir eben Aufmerksamkeit und Reichweite, wer gibt mir Renommee, ja, wenn ich hier in der Talkshow sitze oder in dieser Zeitung veröffentlichen darf. Und da sind eben schon dadurch auch so eine intellektuelle Korrumpierbarkeit einfach gegeben, die ich dann denke, ist ja immer schwer im Einzelnen zu unterstellen. Ne? Hier, das kann man auch ja nicht nachweisen in der Form. Und was ich auch ganz wichtig finde, dass wir langsam auch den Blick davon abwenden sollten. Ja, man kann sich fragen, was ist mit denen los? Warum wachen die nicht auf? Warum haben sie auch ihre eigenen Worte vergessen? Es gibt wirklich perfekte Beispiele davon, wie jemand vor 20 Jahren noch Artikel geschrieben hat, ich spreche von Richard David Precht, über die Biotechnologie und die Macht eben der und Interessen der Pharmaindustrie zum Beispiel, die vollkommen das Machbare über das eigentlich Menschliche stellt und den Begriff einer von Menschenwürde. Diese Artikel gibt es und das jetzt vollkommen aus dem Auge verloren ist und zum Beispiel auch noch vor 4 Jahren ein Richard David Precht gesagt hat, natürlich die Finanzindustrie und die großen, die Big Tech Firmen, die werden sich das alles unter den Nagel reißen, die werden auch mit ihrer Macht die Politik immer weiter aushöhlen und werden alles versuchen. Und das jetzt, was passiert, ja, in dieser Zeit, wo es passiert, findet man von dem gleichen Menschen keinerlei Wort darüber. Und jetzt wollte ich aber eigentlich sagen, gut, da kann man Kopfschütteln eben und sich auch fragen, was sind die Motive?
Und dann sollte man sich vielleicht auch irgendwann abwenden und sagen, gut, ihr habt eine gewisse Macht auch mit dem, was ihr dargestellt habt über unsere Gesellschaft, aber wir möchten euch diese Macht nicht weitergeben und wir wenden unsere Energie, unseren Blick von euch ab. Es kümmert uns nicht mehr, was ihr sagt, und wir geben euch diese Macht nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig jetzt, weil auch wirklich die Hoffnung auch den Menschen zu geben, wir können eigene Strukturen aufbauen, eigene Foren auch des intellektuellen Austauschs, auch des wissenschaftlichen Austauschs, die eigentlich die Aufgabe erfüllen, die eine Gesellschaft braucht, auch als Wächter, ja, als Schutz, als Immunsystem sozusagen vor Angriffen auf diese Gesellschaft. Ich denke, das ist auch da wieder ein Beleg dafür, dass sich wieder ein Teil der... Oh, jetzt ist er weg. Ich glaube, du kannst uns noch hören, aber du bist gerade eingefroren. Ein Teil der, eine wichtige Säule der Gesellschaft auch da wieder in eine Ecke manövriert hat, wo man nicht mehr weiß, wie man da noch wieder rauskommen soll, ohne dass alles vor die Hunde geht. Weil zum einen, ich formuliere es mal so, ich kenne niemanden in meinem persönlichen Umfeld, der noch Fernsehen guckt. Mhm. Ja, ich auch nicht. Das ist eine. Es gibt sicherlich noch viele Leute, die das machen, vor allem ältere Semester. Aber was wichtig geworden sind, also es hat mir jemand erzählt, als man noch zur Uni gehen durfte, Jura erstes Semester, wo der Professor mal gefragt hat, wer guckt denn die Tagesschau? Und da hat sich kein einziger gemeldet. Und dann, wer hat Netflix? Und dann gingen die Hände hoch. Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch generell mit den Medien. Wie kann man sich denn als Journalist, als Medienvertreter überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise profilieren? Ja, nicht dadurch, dass man irgendetwas sagt, was alle anderen nicht schon gesagt hätten. Wenn ich eine mediale Blase habe, wo die Meinung, die propagiert wird, feststeht, dann kann ich mich ja nicht mehr in einem Artikel dadurch vortun, dass ich genau das, was alle anderen vor mir schon gesagt haben, nochmal und nochmal wiederhole. Da bin ich einer von vielen. Deswegen muss ich meine Nische dadurch finden, dass ich zum Beispiel so eine persönliche Beziehung im wahrsten Sinne des Wortes monetarisiere. Nämlich sagen kann, ich kann euch hier nochmal den Twist bieten, dass ich mit jemandem von den Bösen da gesprochen habe und guck mal, was das für ein Idiot ist. Haha, ich hab da was, was alle anderen nicht haben, weil wenn ich eine Sendung habe, wo 12 Leute sitzen und alle sind derselben Meinung, man redet nur noch darüber, wie man diese Meinung am besten in die Tat umsetzen kann, dann kann ich mich ja nicht durch Argumente oder eine kritische Stimme oder sonst irgendwas hervortun. Weil ich habe ja genau die gleiche Meinung wie alle anderen auch. Und gut, ich kann mich hinstellen, sie nochmal mit meinen eigenen Worten wiedergeben und dabei möglichst eloquent wirken und möglichst, charismatisch sein. Aber am Ende des Tages hören die Leute dann den gleichen Quatsch auch immer wieder. Sodass ich ja irgendwie meine Nische finden muss, in der ich eine Existenz- und Daseinsberechtigung habe. Weil ich kann auch nicht mehr zurück. Ich kann ja nicht, wenn ich in einer bestimmten Zeitung bin, einer linksgerichteten Zeitung, wenn ich da dann einen Artikel veröffentlichen, wo drin steht, ja, übrigens, warum die weiße Rasse allen überlegen ist. Ich formuliere das mal ganz besonders überspitzt. Dann habe ich meinen Job die längste Zeit gehabt. Wenn ich was nicht das schreibe, was die Leute lesen wollen, dann beauftragt mich keiner mehr, den Quatsch zu schreiben. Und deswegen kann ich doch nur ausweichen auf Situationen, wo ich irgendwas skandalisieren kann, was außer mir keiner hat, was aber immer in die gleiche Kerbe schlägt. Das ist meine persönliche Beobachtung, auch aus meinem persönlichen Umfeld, wo ähnliche Tendenzen zu beobachten sind, weswegen ich mich mit vielen Leuten auch gar nicht mehr unterhalte, wo ich der Meinung bin, dass mir das, dass da vielleicht der ein oder andere sich damit wo auch immer profiliert, weil er sagt, ey, ich kenne da einen. Ne? Und das ist es halt. Ich kenne da einen, der sitzt halt bei diesen komischen Verschwörungstheoretikern. Was der mir erzählt hat. Also, das kriegt ihr nirgendwo anders. Das ist einfach nur entweder Monetarisierung oder eine Form von Selbstdarstellung, weil man eigentlich gar in dieser Blase, in der man sich gar nicht mehr weiß, wie man noch überhaupt sich individuell verwirklichen und darstellen kann, weil man einer von vielen ist, die alle genau das Gleiche sagen. Und dann höre ich auf, als Individuum zu existieren, wenn alles, was ich zu einer Diskussion, zum Leben, zu einer Gesellschaft, zu einer Runde beizutragen habe, ich muss nur zwei Worte sagen und alle anderen wissen sofort, wo ich politisch stehe, gesellschaftlich stehe, welche Ansichten ich habe. Das Gender-Sternchen ist für mich ein sehr schönes Beispiel. Sobald ich jemanden sehe, der mit diesem
Gender-Sternchen, wo ich mir frage, was ist denn ein Anwält? Anwältinnen, was ist denn ein Anwält? Oder ein Jüd, was ist denn ein Jüd? Das finde ich, find ich ganz besonders schön. Jüd-Sternchen-Innen, was ist denn ein Jüd? Habe ich noch nie gehört, das Wort. Dann weiß ich ganz genau, was ich von diesem Menschen zu halten habe. Dann weiß ich, wo er politisch steht, wo er gesellschaftlich steht, welche Ansichten er hat, und bin mir ziemlich sicher, dass dieser Mensch zu Corona eine bestimmte Ansicht hat. Und die Menschen entlarven sich damit selber, und das wissen sie irgendwo auch, und deswegen müssen sie irgendwie ihre Individualität wiederherstellen oder wieder an sich reißen können. Und das kann man am besten, indem man sagt, haha, guck mal, ich habe da was alle anderen nicht haben. Und ich erzähle jetzt nochmal genau den gleichen Quatsch, den alle anderen vorher erzählt haben, aber mit einem besonderen Twist. Das ist mein persönlicher Eindruck, weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass Leute in Medien und in Zeitungen und so weiter, die ja vollkommen richtig festgestellt wurde, gar nicht mehr die Reichweite überhaupt haben, die sie vorher mal hatten. Und das wissen sie natürlich. Die müssen irgendwie sich noch an diesen letzten verbliebenen Rest von Relevanz, den sie noch haben, klammern. Gibt so ein, weiß nicht, so ein schönes Interview von Denzel Washington, wo er meinte, wenn du die Zeitung nicht liest, bist du uninformiert. Wenn du sie liest, bist du missinformiert. Und man wird in allem gut, was man macht, auch darin Bullshit zu produzieren. Liegt auf der Linie, die du eben aber auch beschrieben hast. Also wenn Justus jetzt gerade sich über die Motive dieses Journalisten, dieses Haltungsjournalisten, muss man ja sagen, und da muss man die nächste Frage stellen, ist das überhaupt noch Journalismus? Aber wenn er sich darüber Gedanken macht, das hast du eben auch ja getan bei Richard David Precht, der ist mir eigentlich noch nie als jemand aufgefallen, der gegen den Strom schwimmt, sondern er war in dieser Gender-Diskussion dabei, also immer das, was gerade gesellschaftlich schick war, das hat er auch vertreten. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwann gegen den Strom geschwommen ist. Und hier muss man ja gegen den Strom schwimmen, weil der gesunde Menschenverstand in der Minderheit ist zurzeit. Aber ich glaube auch, dass es richtig ist, wenn man sich darüber zwar Gedanken macht, aber irgendwann auch sagt, jetzt drehe ich mich weg und kümmere mich um das, was wirklich sinnvoll ist. Ich lasse die Tür gerne auf, dann kannst du ja hinterherkommen, wenn du willst, aber ich mache jetzt mein eigenes Ding. Wir sind in der Lage, unser eigenes Great Reset System aufzubauen. Wir brauchen schon mal gar nicht das, was die Heinzis, die uns hier versuchen, in diese Technokratie reinzuzwingen, was die sich überlegen. Aber es ist schon, also ich finde es schon sehr schade, dass von jemandem wie Habermas, du hast ja recht, er ist ein paar Tage älter, aber er hat sich immer gemeldet. Ne? Ich finde es sehr schade, weil Philosophen haben einen besonderen Rang, zumindest unter den Intellektuellen, ich glaube grundsätzlich in der deutschen Bevölkerung. Und wenn dann solche großen Stimmen verschweigen, das ist, ich will nicht sagen, du hast es gesagt, das ist eine Enttäuschung, der Gesellschaft, so empfinde ich das. Aber man kriegt es nicht raus, ne? Hast du einen Draht zu ihm, könntest du mit ihm reden? Nicht direkt. Also, und ich will auch jetzt nicht zu sehr den Kollegen Schelte, also habe ich schon gemacht, habe ich eigentlich der Zug schon abgefahren, aber tatsächlich ist die Frage, wie geht man damit um, dass diese Zeit so vielen Menschen die Maske vom Gesicht gerissen hat, ja, während sie eben vielen auch die Maske eben aufzeigen. Da würde ich eben auch noch einen Vergleich zu den Gender-Sternchen oder zu dies, wenn jemand das benutzt, ja, dann weiß ich genau, wo der steht. Und wenn jemand eine Maske trägt, ist auch der Verdacht schon da, zumindest wenn er sie allein im Auto oder im Wald trägt, dann weiß ich schon, wo er steht. Und da weiß ich schon sehr viel über den Menschen. Und das ist eigentlich auch sehr, sehr schade, finde ich, weil ich das eigentlich gar nicht möchte, dass man den Menschen anhand eines Abzeichens oder sonst wie eines Buttons oder so ihre Gesinnung ansehen kann, sondern dass wir eigentlich ja sehr vielfältige Gedanken haben und auch sehr viele Gründe, wie wir zu dieser ganzen, wie wir zu unserer Einstellung gekommen sind. Und das macht man normalerweise in einem Gespräch. Und diese Gespräche finden ja auch nur noch unter sehr, sehr erschwerten Bedingungen statt, gerade weil auch meines Erachtens die Maske ein Kommunikationsverhinderungsinstrument ist. Und wir es jetzt natürlich auch nur noch so online machen können, was auch eben nur eine Ersatzfunktion hat. Und ich glaube, es sieht dann noch stärker in zwei Lager geteilt aus, als es vielleicht sogar ist. Also der Mensch ist ja eigentlich vielfältiger und hat vielfältige Bedürfnisse und auch vielfältige Wertvorstellungen, die ihn zu diesen Einstellungen bringen. Durch diese klaren
Instrumente. Zum Beispiel, ich finde, das Gender-Sternchen oder überhaupt das Gendern ist auch ein Instrument. Hier wird ein ganzes System, nämlich unsere Sprache, auf einmal mit einer Art Schockstrategie, ja, disruptiv eben auseinandergerüttelt. Und dann wird ein neues Phänomen dort eingebaut und jeder, der sich eben zu einer Seite bekennt, kann dieses Phänomen breitest sichtbar jetzt eben zeigen. Ja, Sprache, Schriftsprache ist eben dann, dass man drängt es sozusagen immer jemandem auf, obwohl er gar nicht danach gefragt hat, wie stehst du eigentlich zu der Thematik Gendern und so weiter. Das bekommt man aufgedrängt. Genauso bekommt man die Maske aufgedrängt, ja, obwohl ich wollte vielleicht noch gar nicht wissen, wie du zu Corona oder sonst was stehst. Und vielleicht wird es mit der Impfung auch bald so sein, dass man dann nämlich, es werden ja jetzt schon in einem thüringischen Altenheim Leute als besonders wertvoll eingestuft, die sich haben impfen lassen. Vielleicht kriegt man dann so ein Abzeichen oder so ein Kreuz, ne? so wie früher. Bitte? Eierlikör. Ja, genau. Eierlikör als Belohnung, aber den kann man schlecht eh mal vor sich her tragen, wobei geht vielleicht auch so. Aber man wird dann eben als, also das Neueste ist jetzt in Massachusetts bekommen, die Gefängnisinsassen eine Haftverminderung, hat CNN gemeldet. Wenn sie sich zweimal eben impfen lassen, dann kommen sie schneller aus dem Gefängnis frei. Und teilt die Gesellschaft noch sichtbarer, als sie vielleicht wirklich innerlich ist. Die meisten, wenn man sie dann, naja, vielleicht nicht die meisten, aber auch einige, wenn man sie dann wirklich mal ins Gespräch bringt, sind doch eigentlich viel differenzierter, als man es ihnen dann auf den ersten Blick ansieht. Aber durch diese äußere Anzeige dessen, wie wir jetzt denken, erscheint erstens eben der Eindruck, die denken alle gleich, und zweitens der Eindruck, ich bin in der Mehrheit, ja, wenn ich die Maske trage, oder ich bin absolut hier isoliert in der Minderheit, alles um mich herum ist verrückt geworden, ich bin Geisterfahrer, also die anderen sind alle Geisterfahrer auf der Autobahn. Und das Du, das musst du nochmal sagen. Du sahst eben aus wie ein echter Philosoph in Zeitlupe, aber wir haben es nicht verstanden. Du musst es nochmal sagen. Die Selbstsicherheit, ja, Moment, natürlich, was gibt es hier zu hinterfragen? Alle machen es doch, ja, Konformitätsexperiment im Grunde genommen jetzt hier auf gesellschaftlicher Ebene. Ja. Naja, wobei, was ja schon der Fall ist, ich hab das Gefühl, es sind ja auch ganz viele Leute. Also, ich meinte eben, dass man durch diese, stark man in der Mehrheit, dass man eben der einzige Geisterfahrer auf der Autobahn. Ja. Jetzt irgendwie durcheinander. Sind wir jetzt wieder zu hören? Du bist jetzt gerade eingefroren. Zu dem, was du gerade gesagt hast, Haftverminderung bei Impfung. Wir haben ja engen Kontakt zu israelischen Anwälten. Einer der bekanntesten israelischen Anwälte betreut Leute, die sich gegen Impfungen wehren. Nicht nur diese hier, um die es hier jetzt geht, sondern auch um andere. Und er sagt, gerade in diesem Zusammenhang mit der Corona-GMO-Geschichte, sei es jetzt so, dass die Soldaten, die auf verschiedenen Basen sind, also auf diesen Bases sind, dass die gezwungen werden, aber auch nur in Anführungsstrichen indirekt, sich impfen zu lassen, weil wenn nicht 85% geimpft sind, dann dürfen die nicht mehr raus zu ihren Familien am Wochenende. Und da hat er ein Beispiel genannt, auf einer Basis, da ist wohl ein Verwandter von ihm, da waren 84% geimpft, so jetzt musste einer noch ran. Also das ist auch eine philosophische und am Ende auch eine juristische Frage. Er kümmert sich nur um die juristische Seite. Bist du wieder da oder bist du ihr ganz weggefroren? Ich muss ja noch mal reinkommen. Ja, ich nehme mal an, da wird auch gerade bei sein. Ne? Ja. Vielleicht an der Stelle eine kurze Anekdote. Ist wieder drin, okay. Bist du wieder drin? Aber sag du. Okay. Also an der Stelle vielleicht eine kurze Anekdote. Es gibt ja immer mal wieder regelmäßig Interviewanfragen auch in meinem Büro.
Und gelegentlich wird dann da auch relativ spontan ein Interview am Telefon draus, das dann eigentlich zu einem Artikel führen sollte. Ganz oft ist es allerdings so, dass von diesen Artikeln wenig übrig bleibt und dass ich jemand sichtlich Enttäuschtes am Telefon habe, weil er feststellt, oh Mann, ich spreche ja gar nicht mit einem Freak. Verdammt, die reißerische Zeile, die ich mir jetzt eigentlich erhofft habe, daraus wird nichts und dann kann das denn bedauerlicherweise nicht gedruckt werden. 4-5 Mal bestimmt. Ist er jetzt wieder da? Gunnar, bist du? Ja, ich bin wieder da. Sorry, mein Internet ist heute irgendwie schwach. Ja, aber eine letzte Bemerkung noch mal zu diesem Vorgang mit dem Journalisten. Also ich habe dann mir mal die Mühe gemacht, diese 15 Tatsachen, unwahren Tatsachenbehauptungen da rauszuschreiben. Und plötzlich war es so, dass, sagen wir mal, diese besonders krassen Passagen, wertenden Passagen, also die reinen Fremdkörper waren in diesem Text, weil die ganze Narrative einfach überhaupt nicht mehr stimmte. Man hatte eigentlich ganz normale Geschehensabläufe und plötzlich steht da ein dann also toxisch wirkender Satz da drin, der überhaupt gar keine Basis mehr in der Realität hatte. Also das sind genau die Phänomene, was du jetzt auch beschreibst. Leute wollen was Reißerisches machen und dann sind sie eigentlich nur noch, haben sozusagen im Kopf das, was sie dann als Output haben wollen und versuchen das Ganze so zurechtzustricken, dass eben genau das herauskommt. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, auch gestern nochmal überlegt, also ich glaube, was wir wirklich brauchen, also wir müssen auch wirklich sagen, das sind alte Medien, mit denen wir es zu tun haben. Das sind nicht die Qualitätsmedien und auch nicht die wie will man sagen, wie wird es sonst genannt, Mainstream oder sowas. Ich glaube, es sind alles Leitmedien. Das ist eine fehlgeleitete Begrifflichkeit. Das sind aus meiner Sicht wirklich alte Medien, gestrige Medien. Das ist eine nach dem Motto, who wants yesterday's papers? Also es ist eine alte Kaffeesatzleserei, was immer, es gehört weg. Es gehört wirklich, man muss wirklich sagen, es braucht also neue Medien, die gibt es ja schon, die einfach wirklich dem Pressekodex verpflichtet sind, die wirklich aufklären wollen, die sich in der Sache inhaltlich auseinandersetzen. Und da werden wir auch demnächst noch also vermehrt in die Beförderung solcher Bestrebungen einsteigen. Das muss einfach her, weil auf dieser gestrigen Denke kann einfach gar keine Überwindung, also von der gesellschaftlichen Spaltung und eine ernsthafte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Dingen funktionieren. Ich mache das ja immer, wenn ich im Taxi bin, das sind die Leute, mit denen ich mich am besten unterhalten kann. Auch da gibt es Ausnahmen, aber die sind in der Regel informiert. Und eben der Mann, der mich hierher gebracht hat, war schon informiert durch seine Frau, die, also ist ein bisschen älter, seine Frau ist in den alternativen Medien unterwegs. Der guckt dich, Gunnar, der guckt Ken Jebsen, also seine Frau sagt dann, komm mal her, guck dir das mal an. Der guckt Preradovic und all das. Und da holen die ihre Informationen her. Die gucken überhaupt gar keine. Genauso wie die Jüngeren, von denen du eben gesprochen hast, die gucken sich das gar nicht mehr an. Also da ist tatsächlich was im Aufbau. Und als ich mit Preradovic gesprochen habe, aber auch mit Ken Jebsen gesprochen habe, ich schätze Reitschuster auch so ein, mit dem habe ich so noch nicht gesprochen, die sind alle bereit und in der Lage, und die schätze ich auch so ein ganz neues Medium auf die Beine zu stellen, weil wir die Informationen, auf die wir vertraut haben, nicht mehr da kriegen, wo wir sie eigentlich gedacht haben, dass sie zu bekommen ist. Ja, also es gibt ja auch im Amerikanischen den Begriff Corporate Media oder im Englischen. Das trifft es, glaube ich, auch ganz gut, was eigentlich jeder weiß. Aber es ist bisher noch nicht so aufgefallen. Wie gesagt, diese Zeit reißt den Leuten die Masken runter oder trennt Spreu vom Weizen. Und jetzt sehen wir eben, auch in diesem Bereich sind einfach die Strukturen so verknöchert. Es ist eigentlich nur noch ein Glaube, dass da ein gewisser Nimbus wäre oder ein Renommee eben. Aber der wird sich, denke ich, auch jetzt einfach, der wird nach und nach verschwinden. Und dann ist es auch wichtig, den Menschen diese Angebote zu machen, wie wir sie jetzt auch machen. Ich wollte mal noch einen Aspekt reinbringen, wenn es erlaubt ist, der mich ein bisschen zweifelnd macht. Also ihr hattet auch eben darüber gesprochen, dass diese Leute, die jetzt doch sich da bemüßigen, uns zu lenken, zu leiten, zu steuern und zu verwalten, dass die sich ja nicht selber als böse Menschen
Menschen ansehen. Und das denke ich auch, vielleicht sind sie es auch nicht mal, auf jeden Fall kommen sie sich gut dabei vor, um zu sagen, wir müssen die Welt umstellen und wir müssen diese Techniken benutzen, die Instrumente, die uns die Wissenschaft oder eben die Technologie zur Verfügung stellt. Sonst kommen die Menschen gar nicht alleine klar. Die haben wirklich diesen starken Glauben, der Mensch ist nicht zu Freiheit und Autonomie fähig, vor allem nicht zur Selbstorganisation. Und gerade in größeren Bezügen, also Stichwort Massengesellschaft, Globalisierung, können wir das nicht dem freien Markt oder den nationalen Souveränitäten überlassen, den einzelnen Playern oder eben den einzelnen Menschen, den Individuen, sondern wir müssen das lenken und leiten und dann mit den geeigneten Stichworten versehen, damit diese Lenkung auch, damit die Leute das auch mit sich machen lassen. Nachhaltigkeit, Green New Deal, Kreislaufwirtschaft, soziale Gerechtigkeit, solche Dinge. Und meine Befürchtung ist, dass die meisten Menschen eigentlich auch damit zufrieden sind und zufrieden sein werden. Jetzt ist hier mein Internet gerade ein bisschen instabil. Ich hoffe, es geht noch so weiter. Dass die Menschen eigentlich sagen, uns ist wichtig, Wohlstand ist uns wichtig, vor allem, okay, gut, vielleicht bewege ich mich komisch. Uns ist wichtig, Sicherheit, Gesundheit, Wohlstand, materieller Wohlstand, Bedürfnishierarchie nehmen, gibt es eben Menschen, denen Selbstverwirklichung und ja, Self-Actualization noch nicht so der hohe Wert ist. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und man kann aber, wenn wir sagen, die Masse der Menschen spricht an auf Gesundheit, Sicherheit, Wohlstand. Und wenn man ihnen das verspricht und ihnen sagt, lasst uns mal lenken und lasst uns auch das mit Impfung und allen möglichen, ja, Megatesting, wie heißt es, Global Alert System und Megatesting-Dings, was Bill Gates machen will. Das ist natürlich unglaublich viel an Überwachung und Kontrolle. Aber die Menschen werden wahrscheinlich eher sagen, naja, solange ich Und das ist jetzt der wichtigste Teil. Ja, das ist wichtig. Also du wirst gleich wieder entfroren sein, schätze ich. Eigentlich müsste man da mal ein Lied aufnehmen mit diesem ganzen Geräusch, das wäre toll. Hat was fast von so Wahlgesängen. Mensch. Das muss er gleich nochmal sagen, weil das ist wichtig. Also ich habe einen Freund, der ist Arzt und der hat mir vor Jahren schon gesagt, mit dem Deutschen kannst du machen, was du willst. Hauptsache, der hat seine Bildzeitung auf dem Tisch, den Flachbildfernseher an der Wand und den Kleinwagen vor der Tür. Und da geht die Reise hin. Ich hoffe aber, dass er nicht recht hat. Ich hoffe aber, dass es doch genügend Leute gibt, wie zum Beispiel der Taxifahrer, mit dem ich hier vorhin hergefahren bin, genügend Leute gibt, die doch was anderes wollen und die eben nicht voll unter Kontrolle gebracht werden sollen mit Hilfe von Impfstoffen, die möglicherweise nur Antennen für irgendeine Programmierung sind. Ne? Aber der Punkt ist doch, dass genau das, dieser Wunsch nach dem Kleinwagen vor der Tür und vor diesem My Home is My Castle, was weiß ich, dass der ja möglicherweise nicht mehr erfüllt wird in diesem Versprechen, was wir jetzt bekommen von der Regierung, in dem eben also beispielsweise jetzt die ganzen Leute pleite gehen. Allein da fällt ja bei vielen dieser Wunschtraum weg und auch dieses dann immer noch sich die eine schöne Reise im Jahr erlauben können oder sowas. Allein der Frust, dass das jetzt auch schon dieses Jahr teilweise nicht geklappt hat oder sowas, das wächst ja auch alles mehr. Und in Zukunft wird es nicht mehr wegen irgendwelcher Reisebeschränkungen sondern weil man einfach das Geld nicht hat. Ja, wenn das wirklich so weit kommt. Das, glaube ich, ist insofern schon sehr, sehr brüchig an der Stelle, diese Konstellation. Jetzt ist er weg. Und dann bist du wieder da. Mist. Ja. Ja, also jetzt doch, wieder da bist du wieder. Ein Glück, Gunnar, weil das war der wichtigste Teil eben. Ja, sorry, ich glaube, ich will euch auch nicht länger belästigen mit meinem schlechten Internet hier, aber vielleicht dazu noch. Ja. Vielleicht sonst ohne Bild.
Ja, ich habe auch noch 5 Minuten gesprochen, aber keiner hat es gehört. Ja, ich weiß nicht, wie es, ich glaube. Wir können dich gut hören. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Ja, ja. Höre ich euch? Ja. Ja, ich versuche es mal hier. Das ist jetzt nicht sich stumm schalten und nur das Bild laufen lassen. So. naja, aber auch noch was zu dem Wohlstand, das. Okay, gut. Zu dem Wohlstand glaube ich auch, das ist, wird ja, es ist ja eine Illusion, aber da wird auch schon vorbereitet zu sagen, ja, aber so viel braucht ihr auch doch nicht. Das war doch sowieso eine Überflussgesellschaft und so eine Luxus. Was macht er da jetzt? Gesellschaft. Und diese Wahl, ja, na, die Qual der Wahl zu haben. Was braucht die 35? Ja. Habe ich Marmeladensorten, wenn der Sozial, ich meine, wenn die neue Great Reese bedingungslose Grundeinkommen dazu, als auch ein Instrument der Verwaltung der. Vielleicht kann er sich mit dem Telefon einwählen. Was ist passiert? Der Herr Fiedler ist in der Leitung. Mhm. Was hier jetzt mit dem Herrn passiert, keine Ahnung, wenn es am Internet, wollen wir vielleicht zum Herrn Fiedler wechseln? Ja, können wir machen. Gunnar, wir werden dich nochmal sprechen müssen, weil das ist einfach zu wichtig, als dass es hier eingefroren werden darf. Wenn du es uns sonst ja. Bist du jetzt wieder da? Doch, er ist da. Naja. Oh Mist, aber total eingefroren. Vielleicht einfach mal versuchen, eine der Telefonnummern von dem Zoom anzurufen. Vielleicht funktioniert das ja dann. Ich bin da, aber es scheint immer irgendwie wegzugehen. Ich sehe euch ja, aber es ist auch versetzt. Ja. Okay. Hallo? Bist du jetzt? Geht's jetzt? Ich würde sagen, er soll das mal. Stefan, er soll doch mal versuchen, über einen Zoom-Link anzurufen. Gut, wollt ihr kurz Pause? Dann sprechen wir mit. Machen wir eine kurze Pause? Ja, machen wir kurze Pause, 5 Minuten. 5 Minuten, aber wirklich 5 Minuten. Und Gunnar, wenn du dann wieder reinkommst, dann wirst du diesen Gedanken auf jeden Fall nochmal formulieren können. Ja, wir haben inzwischen die technischen Probleme gelöst. Gunnar Kaiser ist jetzt per Telefon mit uns im Zoom. Und Markus Fiedler ist auch schon da, aber wir sprechen ganz kurz nochmal über diesen sehr wichtigen Punkt, den Gunnar Kaiser gerade gemacht hat. Darf ich das Wort übergeben? Ja, wenn ich wüsste, was dieser Punkt war. Ich weiß nicht genau, wohin ihr. Du hattest gesagt, dass du befürchtest, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung möglicherweise sonst was mitmacht an Repressalien, solange doch Gesundheit ein gewisser kleiner Wohlstand gewährleistet ist. Ja, und Repressalien ist das ja kaum mehr zu nennen. Also nur für diejenigen, denen Autonomie und Selbstverwirklichung ein hoher Wert ist, die empfinden natürlich jetzt auch gerade diese Zeit als repressiv. Es ist ja wirklich deutlich auch eine repressive Gesellschaft und mit einer repressiven Politik. Ich glaube, da muss man gar nicht groß eben spekulieren. Aber diejenigen, sozusagen denen Freiheit nie wichtig war, die empfinden das natürlich auch nicht, weil ihre anderen Bedürfnisse ja gedeckt werden. Und selbst wenn es jetzt mit dem Wohlstand, und das ist ja auch abzusehen, runtergeht, wird man ihnen halt auch immer noch sagen, und diese medialen Dauerfeuer haben wir auch schon bekommen, wir waren sowieso in einer Überflussgesellschaft und Luxus ist ja auch nicht alles und man kann sich auch mit weniger und die Umwelt und das Klima, wir müssen jetzt einfach zu einem menschlicheren Maß finden, aber das bedeutet eigentlich nur, dass man im Grunde genommen wieder nur noch eine Marmeladensorte hat statt 28 und den Leuten das so verkaufen wird, dass eben, naja, die ganze Qual der Wahl, die Entscheidungsfreiheit, das hat euch doch nicht glücklicher gemacht. Es ist doch gut, wenn jemand für euch entscheidet. Mit Marmeladenprodukten, Marmeladen
Sorten ist es ja nicht getan, sondern wenn jemand für euch entscheidet, was Gesundheit ist und wie ihr sie herstellen sollt, nämlich nicht mehr in Eigenverantwortung und auch nicht mehr in einem ganzheitlichen Bild von Gesundheit, ja, was auch soziales Wohlbefinden zum Beispiel auch mit einbezieht und psychisches, sondern eben ja in Abwesenheit von Krankheit und dann gibt es eine absolute eine Verwaltung von Gesundheit, die gibt es sowieso schon. Ivan Illich hat das ja zum Beispiel in den 60er, 70er Jahren schon ganz toll herausgearbeitet, eine Enteignung der Gesundheit, ja, die der Mensch wird in dieser Art pathogenen Medizin, die man da hat, selber seine eigenen Gesundheitsfähigkeit enteignet. Und es gibt dann auch, da hat Illich auch schon von gesprochen, eine iatrogene Epidemie. Also eine Epidemie von Krankheiten, die durch ärztliches Handeln, durch die Medizin selber hervorgerufen worden ist. Und das ist natürlich auch eine Verwaltung von Gesundheit, mit denen sich sehr viele Menschen erstmal abfinden werden, die eben dann noch gar nicht sehen, dass es gar nicht um einen ganzheitlichen Begriff von Gesundheit geht, so wie es auch in dieser neuen Gesellschaft nicht um einen ganzheitlichen Begriff vom Menschen geht, in all seinen Facetten, dass er eben auch Selbstverwirklichung und auch eine Art, wie soll man sagen, Selbstinitiative auch zeigen soll, dass er Neues hervorbringen soll, dass er Fortschritt hervorbringen soll, sondern das wird dann eben autoritär verwaltet, auch im Bereich Geld kann man auch noch erwähnen. Also das sind alles Techniken in diesen Bereichen, die angewandt werden, die zu autoritären Techniken werden, die man aber auch, und das ist vielleicht der positive Ausblick, die man auch menschengerecht oder lebensgerecht verwenden kann. Also man kann das Währungssystem, man kann das Gesundheitssystem, man kann die Medien, man kann überhaupt die soziale Maschine, wie man das nennt, autoritär verwenden als Herrschaftsmittel und man kann sie demokratisch verwenden, dezentral, lebensgerecht. Und da ist jetzt gerade die Entscheidung wirklich. Und meine Befürchtung ist, dass die Masse der Menschen, weil sie erstmal mit Sicherheit, Gesundheit und materiellem Wohlstand oder zumindest so gewisse Grundbedürfnisse sind gedeckt, durchaus anzusprechen und zufriedenzustellen ist, sich nicht darum kümmern wird, dass diese Techniken doch auch das oberste Bedürfnis des Menschen nach Selbstverwirklichung oder auch nach Transzendenz wird regeln können. Glaubst du, dass es dauerhaft so ist oder glaubst du, dass dann doch irgendwann sich die Grundbedürfnisse nach Menschlichkeit, unter anderem Kultur, unter anderem will man vielleicht mal in Urlaub fahren, dass sie dann doch wieder hochkommen oder dass wir das vielleicht sogar mit denjenigen, die sowieso schon so denken wie wir, gerade noch so eben retten können? Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich der positivste Ausblick im Moment, wenn man realistisch sieht. Denn was Menschlichkeit wirklich bedeutet, scheint vielen entweder entgangen zu sein, zu entgehen, sie scheinen es zu verdrängen, und zwar eben auch Gemeinschaft, Sozialität und Lebendigkeit. Und das ist unvorhersehbar, das ist unplanbar, das ist unverfügbar, wie Hartmut Rose sagen würde. Und diese Unverfügbarkeiten gehen halt außerhalb dieser Verwaltungstechnik. Und mein Verdacht ist, dass viele Menschen gar nicht das große Bedürfnis mehr gehabt haben nach Sozialität, nach Gemeinschaft, nach ausgelassenem Feiern zum Beispiel. Das wird jetzt eben schon verpönt. Ja, das sind egoistische Bedürfnisse, die gehen gegen die Solidarität, gegen das Gemeinwohl. Dabei sind das wirklich die höchsten Ausformungen des Menschseins. Lebendigkeit einmal in Form von Gemeinschaft und in Form von Individualität. Und mein positivster Ausblick wäre, dass sich diejenigen, die sich daran erinnern
und die sich auch dieses Idealbild dessen, was Menschsein wirklich bedeutet, nicht kaputt machen sollen, dass die sich zusammenfinden, dass die diese demokratischen Techniken, dezentralen und lebensgerechten Techniken und Strukturen aufbauen für sich, dass die anderen sich in dieser Art Quantifizierungskultur, wo Wissenschaft als Autorität herhalten muss, um Herrschaft und Verwaltung zu gewährleisten, dass die sich ja darin eben verwalten lassen und die anderen sich vielleicht aus Inseln retten, in denen sie dieses Menschsein in Lebendigkeit, Gemeinschaft und Freiheit leben können. Gunnar, mir fällt dabei ganz was wichtig, ja, die Menschen zusammengebracht, die heiraten sollten und Kinder zeugen sollten. Die Herrschaft hat es gemacht, hat die zusammengebracht. Und das kann man heute ja genetisch dann wunderbar kombinieren. Man kann dann ja die Menschen optimieren, so wie man das ja in der Massentierhaltung jetzt schon macht. Wir werden ja übrigens auch von Tierärzten gesundheitlich beraten. Und von daher geht es, also wenn das in die Richtung weitergeht, dann könnte man sich vorstellen, und das müsste man den jungen Leuten mal sagen, Partys braucht ihr nicht mehr, wir gucken euer Genom an und dann kombinieren wir euch optimal. Ihr müsst euch keine modische Kleidung mehr kaufen, ihr müsst euch keine schicken Autos mehr kaufen, keine Cabrios mehr, mit denen ihr durch die Straßen fahrt, ist alles nicht mehr nötig. Wir suchen euch die Partner aus. Und dann wird es das Allerbeste, werden wir optimieren, was ein Mensch ist. Denn wir wissen genau, was ein Mensch ist. Ja, so wird es wohl auch. Ja, also für eine Gesellschaft von Schafen ist es ja auch plausibel, dass ein Tierarzt ihnen sagt, wie sie sich zu verhalten haben und was ihre Gesundheit ist. Aber das sehe ich ganz genauso und vielleicht auch mit einem Verweis auf Schöne neue Welt, wo diese Auswahl ja auch getroffen wird. Aber ich sehe es auch nochmal, diese Herrschaft wird nicht eben jetzt wie damals von Königen und Fürsten vorgenommen, sondern von Algorithmen. Das ist eine ganz tolle Beobachtung, zu sagen, wir müssen ja gar nicht mehr rausgehen und wir müssen diese ganze kulturelle Arbeit nicht mehr auf uns nehmen, um uns aufzuhübschen für den Partner, den möglichen Partner. Auch solche Kulturen wie zum Beispiel die Kulinarik, ja, und dass man überhaupt sich weitergebildet hat, auch um, ja, sagen wir doch, wie es ist, dem anderen zu imponieren. Das wird eventuell auf jeden Fall stark zurückgehen. Es wird dann nur noch über Tinder und andere Portale darum gehen, dass man erstmal auf der äußerlichen Ebene matcht und dass es dann über Algorithmen man zusammengeführt wird, wer hat die gleichen Interessen. Dann eben noch meine Lieblingsserie und mein Lieblingssport, also das, was ich auch sozusagen von zu Hause aus sehen kann, über die digitalen Endgeräte. Und da werden dann die Leute irgendwie so zusammen. Ich weiß noch nicht ganz, wie sie das machen wollen, dass die Leute sich auch wirklich treffen, aber vielleicht kann man dann auch einfach Namen spenden, einsenden oder sowas, weil das ist ja sonst auch gefährlich wegen der Aerosole. Also Parshit macht das ja heute schon. Wer den Film Demolition Man mal gesehen hat, der soll sich den mal nochmal anschauen. Ich weiß, es ist ein ganz tumber Actionfilm mit Sylvester Stallone und Wesley Snipes, aber der sollte sich diesen Film mal am Wochenende anschauen und mal eine Checkliste führen, wie viel von dieser utopisch-dystopischen Gesellschaft, die dort porträtiert wird, wo wir schon einen Haken hintermachen können. Ja, wir haben es wahrscheinlich mit einer Mischung aus Brave New World und Lebensborn 2.0 zu tun, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir das zulassen werden. Aber ich bin auch wirklich nach wie vor der Überzeugung, dass die Menschen, die jetzt leben und die jetzt vielleicht auch schon eine Weile leben, also vielleicht anders für die Kinder, die jetzt das teilweise, also wenn die jetzt sozialisiert werden in dieser, sagen wir mal, Maskenwelt, ja, dann da kann das schon sein, dass da eben auch diese Sehnsucht nach der alten Normalität, nach dem ganz normalen Mensch sein können und miteinander sein und so weiter, was gerade angesprochen worden ist, dass das bei den Kindern dann nicht mehr der Fall ist. Ich glaube aber, dass diese Sehnsucht, was das hat ja auch Matthias Burchert gesagt, also die Sehnsucht nach der Wirklichkeit nannte er das, ja, also nach diesem, was ist real, was stimmt und was ist auch das Freudvolle, was da im Außen für mich immer war und was da auch weiter sein kann und sein soll. Ich glaube, dass das nicht so schnell totzukriegen ist bei den Leuten. Und da glaube ich auch, dass deshalb die Zustimmung auch sinkt, weil die Leute halt die Diskrepanz natürlich zwischen dem, was sie da real erleben und zwischen dem, was sie jetzt aufgeben müssen für eben aus politischen Gründen oder wie auch immer man es jetzt fassen möchte, das spüren die Menschen. Und ich glaube, dass das deshalb auch jetzt ein ganz kritischer Moment ist, weil es gibt ein Zurück auch für die Leute, die jetzt noch hinter einem Schleier sitzen oder das vielleicht nicht so jetzt wahrhaben wollen können oder was auch immer oder da noch mehr Ängste haben.
Ich glaube, dass das doch ein ganz großer Impetus ist bei den Leuten und dass sich das auch bahnbrechen wird. Ich denke, was wir auch erleben werden, hoffe ich zumindest, ist, dass die Leute hoffentlich irgendwann erkennen, dass wir es mit einer unfassbaren Bagatellisierung von psychischen Krankheiten zu tun haben, das, was hier passiert. Das sehe ich tatsächlich so, wenn die Leute dann wirklich in ihrem Umfeld immer mehr Leute haben werden, die klinisch depressiv werden, die vielleicht auch mal eine suizidale Episode oder sowas zwischendrin haben. Was ich niemandem wünsche, aber was die unweigerliche Folge von dem sein wird, was wir hier erleben. Weil das muss man sich vergegenwärtigen, dass ein Teil dieses absoluten Lebenserhaltungsideals, das hier aufgestellt wird, und wir müssen alle Omas und Opas im Krankenhaus und im Altenpflegeheim um jeden Preis noch 2 weitere Tage verschaffen, so sarkastisch das vielleicht jetzt klingen mag, oder zynisch oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, aber zur gleichen Zeit werden real existierende psychische Belastungen für Leute, die auch in der Hinsicht sehr vulnerabel sind, es gibt Leute, die sind da anfälliger für als andere, denen im Prinzip der gesamte Lebensalltag unter den Füßen weggerissen wird, die keine Struktur mehr im Leben haben, die nicht mehr arbeiten gehen können, die ihre Hobbys nicht mehr betreiben können, vielleicht die Dinge, die sie in der Spur gehalten haben, von einem Tag auf den anderen weg sind, und denen, die müssen sich dann, was ich auch schon erlebt habe, anhören, ja, das ist dann eben dein Problem, oder ja, da hab dich, meine ich so oder so. Da manifestiert sich eben auch, dass wir hier in Deutschland eine ganz negativ besetzte bagatellisierende Einstellung zu psychischen und neurologischen Krankheiten haben, zu Leuten, die depressiv sind oder eben andere Leiden haben, die sich in der Richtung abspielen, die dadurch, dass man eben keine Gesellschaft, keine Interessenverfolgung mehr hat, sich verstärken, bis hin eben zur Suizidalität, dass das von den Leuten nicht nur unter den Tisch gekehrt wird, sondern es wird regelrecht, man macht sich über die Leute lustig. Man sagt ihnen, ja, genauso wie man sagt, na, wenn dein Unternehmen das nicht aushält, dann war es eben von Anfang an ein schlechtes Unternehmen, wird den Leuten gesagt, naja, hab dich, meine ich so, oder das ist halt eben dein Problem. Und dann sind wir genau an dem Punkt, wo wir Gesundheit gegen Gesundheit und Leben gegen Leben abwägen, genau den Quatsch, den wir eigentlich nicht machen wollten. Bloß eben, dass die Leute, die unter dieser Situation von der psychischen Belastung her so leiden, dass sich pathologisch greifbare Depressionen zum Beispiel, also tatsächlich klinische Depressionen einstellen, dass die, dafür gibt es keinen PCR-Test. Die leiden im Stillen, die bleiben unsichtbar. Für die haben im Prinzip auch niemanden, der für sie die Stimme ergreift. Weil es eben mit gesellschaftlichem Stigma verbunden ist, zu sagen, ich habe die und die psychische Störung. Das ist habe ich zum Beispiel in den USA auch ganz anders erlebt. Die Leute reden da generell relativ offen darüber, dass sie zum Counselor gehen oder dass sie die und die Psychopharmaka nehmen. Das ist in Deutschland ist das noch eine, weil wir ja das Volk der Dichter und Denker sind, kann es ja nicht sein, dass bei uns im Kopf irgendwas nicht stimmt. Und von dem, weil ich mich damit in letzter Zeit viel mit vielen Leuten unterhalten habe, die dann eben sagen, ja, ich gehe jetzt seit vielen, vielen Jahren wieder zum Psychiater und lasse mich dort behandeln, weil ich die Situation nicht mehr aushalte. Da ist mir dann auch klar geworden, wie wir eigentlich damit umgehen. Und dass die mir dann wirklich sagen, ja, ich kriege dann eben von Leuten, die das alles unterstützen, die sagen mir dann, ja, da hast du halt Pech gehabt. Aber wenn man dann sagt, ja, Oma im Krankenhaus, wenn die dann mit 84 an Covid oder sonst irgendwas stirbt, hat die auch Pech gehabt? Nein, der Tod, das muss alles verhindert werden. Aber dass es mir schlecht geht, das ist halt so eine Einseitigkeit, die eben daraus entsteht, dass wir diese Dinge mit zweierlei Maß messen, weil wir immer noch, bei vielen Leuten immer noch dieses Programm abläuft, wer depressiv ist oder andere psychische Leiden hat, was weiß ich, bipolar oder sonst irgendwas, der strengt sich einfach nur nicht genug an. Der muss sich doch einfach nur mal zusammenreißen. Und wenn ich das sagen darf, gerade bei Männern, die viel häufiger von diesen Leiden betroffen sind als Frauen, da geht man ja ganz besonders gerne hart mit um, sagt, sei mal ein Mann. Streng dich mal ein bisschen an, sei mal nicht so ein Weichei. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das hinführen wird. Ich denke, das wird auch etwas sein, was bei der juristischen Aufarbeitung eine ganz wichtige Rolle spielen wird, weil man dann tatsächlich mal die Frage aufwerfen muss, wie viele Leute müssen denn tatsächlich eine zum Beispiel eine klinische Depression entwickeln, die
sich ja nachweislich auch auf die körperliche Gesundheit auswirkt, damit wir sagen können, das war nicht rechtmäßig. Also wie viele Leben und Gesundheiten dürfen wir denn dagegen abwägen, bis wir sagen, na gut, jetzt, da hätten wir es sein lassen müssen, aber wenn ein, zwei Leute da sich dann vor den Zug werfen oder so, alle waren noch als Robert Enke, weil es so ein berühmter Fall war, als der sich da vor den Zug geschmissen hat, fürchterlicherweise, der auch vollkommen im Stillen gelitten hat und keiner hat es gesehen, keiner hat es kommen sehen. Da waren noch alle, oh, was ist da und wir müssen was machen und jetzt ist es auf einmal, nee, da wollen wir alle nichts mehr von wissen. Wie gesagt, ist mir nur so prominent geworden, weil es eben genau das ist, weil der Mensch eben eindimensional auf sein Überleben und seine körperliche Gesundheit reduziert wird. Und dass sich selbst verwirklichen und seine eigene Individualität verwirklichen, nicht nur so ein schmückendes Beiwerk der menschlichen Existenz ist, sondern eigentlich ihr zentraler Kern. Und wenn wir den abschneiden, dann bleibt eigentlich wirklich nur noch so eine leere Hülle übrig, so ein austauschbares Objekt, das eigentlich nicht mehr um seiner selbst willen da ist, sondern eigentlich nur noch um dem System zu dienen, der Gesellschaft zu dienen, für die Gesellschaft keine Belastung mehr zu werden. Und dieser technokratische Ansatz, der ist wirklich erschreckend, weil wir, wenn wir den einmal gewählt haben, im Prinzip genau da sind, wo wir vor 80 Jahren waren, nämlich auf einer fadenscheinigen Grundlage systemrelevante von nicht systemrelevanten Menschen zu unterscheiden, produktive von unproduktiven Lebensentwürfen zu unterscheiden, wo der Staat sagt, der Lebensentwurf, der passt mir gut in den Kram, den kannst du bitte weitermachen und der Lebensentwurf, der ist unproduktiv, der kostet die Versicherungsgemeinschaft Geld, die Krankenkasse, oh, bitte keinen Extremsport mehr machen, weil du dich verletzt hast, selber schuld. Raucher kriegen dann auch keine Leistung aus der Krankenkasse mehr. Du fetter Sack, hör mal auf, so viel zu fressen. Du wirst nicht mehr gegen Diabetes behandelt, weil dein Lebensentwurf unproduktiv ist. Und das ist die Schiene, auf die wir uns zubewegen. Und es ist die Frage, ob wir die Weiche vorher nochmal umgestellt bekommen. Und das ist aber das zentrale Problem dabei. Wenn wir die Menschlichkeit darauf reduzieren, einfach nur nicht mehr krank werden zu wollen und zu sagen, Party machen ist schmückendes Beiwerk. Autofahren, schmückendes Beiwerk. Das ist Reise machen, brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Was kommt als nächstes? Alkohol braucht auch keiner zum Überlegen. Zack, raus aus den Supermärkten. Alle Non-Food-Items, raus aus den Supermärkten. Fahrrad darf man auch nicht mehr kaufen, weil ist ja nicht überlebensnotwendig. Wenn wir uns darauf einigen, dass der Mensch nicht mehr als sich selbst verwirklichendes Individuum existiert, sondern nur noch als Zahl auf dem Papier, die irgendwie juristisch zu behandeln ist, dann sind wir vor allen Dingen, und das ist dann eben für uns Juristen die Aufgabe, da dagegen zu halten, an dem Punkt, wo der Staat sich nicht mehr dafür legitimieren muss, in meine Grundrechte einzugreifen, sondern wo ich mich dem Staat gegenüber legitimieren muss für meine Lebensentscheidungen, für meine Lebensentwürfe, warum das jetzt nicht dem System widerspricht. Und da muss ich dann sagen, der Definition zumindest, der gängigen Definition von Faschismus folgend, ist an dem Punkt die Schwelle erreicht, wo wir Faschismus erreicht haben, wo ich mich rechtfertigen muss, wenn ich nicht dem System folge. Den Punkt haben wir überschritten. Jo. Den Punkt haben wir überschritten. Ich würde an der Stelle ganz gerne noch mal einhaken wollen und etwas ergänzen. Es geht uns auch bei den alten Leuten nicht darum, deren psychische Gesundheit irgendwie am Laufen zu halten. Es geht allein um die, na eigentlich nicht mal um die körperliche Gesundheit, es geht um das Weiterleben. Weil körperliche Gesundheit würde bedeuten, zur Schau stellen. Ja. Zur Schau stellen und weiter am Leben erhalten. Denn würde es tatsächlich um das gesundheitliche Leben gehen, um das körperliche, dann würden wir es ordentlich ernähren in den Heimen. Richtig. Und die psychische Gesundheit, naja Gott, die alten Leute hat doch keiner gefragt. Ja. Möchte irgendjemand einsam in seinem Heimzimmer sitzen, keinen Besuch empfangen, einfach nur um noch ein paar Wochen, ein paar Monate, je nachdem, wie viel Lebenszeit quasi noch übrig ist, wenn man isoliert wird. Möchte man diese Zeit alleine verbringen oder ist der einzige Lebensinhalt eventuell die Familie, die Freunde, der genau. Sozialkontakt, ne? Hat der Gunnar ja davon gesprochen, dass wir haben uns jahrzehntelang über die Autonomie unterhalten. Wir haben die Palliativcharta gemacht in Deutschland. Und da ist die Autonomie, dass Menschen selber entscheiden können, ob sie sich mit ihren Enkeln infizieren wollen oder ob sie lieber isoliert sein wollen. Das kann noch jeder selbst machen. Und das muss man den Menschen ermöglichen. Wir tun so, als wären die alten Menschen, wenn sie im Heim sind, als wären sie was, wo die Autonomie gar keine Rolle mehr spielt. Frag sie doch. Die können doch selbst entscheiden. Und das ist
dass ich finde, die haben ein Recht und ein Heim, was sie bevormundet und was das nicht zulässt und was sie alle über einen Kamm schert. Das geht nicht. Das behandelt sie menschenunwürdig und das ist nicht in Ordnung. Wir müssen, das macht das natürlich sehr schwer. Ja, wir müssen leider weitermachen. Gunnar, aber das war eben, hast ja gesehen, das hat was ausgelöst. Das war, glaube ich, sehr entscheidend. Wir werden noch eine Gelegenheit wiederfinden, weil ich glaube, das ist für uns alle wichtig, dass wir uns auch nochmal mit dir unterhalten. Also erstmal ganz herzlichen Dank. Das war sehr, sehr, sehr wichtig. Okay. Gerne, hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Okay, bis zum nächsten Mal. So. Ja, ciao. Tschüss.